denke, wir sind einfach mal dran, zwei Siege jetzt hintereinander zu holen. Und ja, Türkgücü ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Ich glaube, mit Abstand auch die offensivstärkste Mannschaft, was Tore schießen angeht. Und von daher sollten wir da uns bewusst sein, das natürlich wieder vernünftig verteidigen. Und das beginnt aber auch schon vorne beim Stürmer. Dass man mit zehn Punkten nach sechs Spielen durchaus zufrieden sein kann. Wir wissen dann auch, wie die zustande gekommen sind. Es hätten auf jeden Fall auch mehr Punkte sein können. Es hätte aber auch, ja, hätte auch ein Sieg weniger sein können. Von daher wissen wir schon ganz genau, dass das alles enge Spiele waren, alles auf Augenhöhe. Aber ich denke, wenn man alle Auftritte der Mannschaft so sieht, ist das schon in Ordnung, lässt sich auf jeden Fall darauf aufbauen. Wissen aber auch, dass es noch genug Sachen gibt, die wir verbessern können. Und ja, logischerweise ist unser Ziel bis Weihnachten dann erstmal noch ein paar Punkte zu sammeln, um dann ja bestmöglich in eine Tabellenregion zu kommen, die uns dann auf jeden Fall Freude macht. Regenerativen Tag gehabt mit ein bisschen Sauna, bisschen Eisbecken und lockeren Lauf, so dass wir auf jeden Fall jetzt ab heute uns voll auf Türkgücü konzentrieren können. Ja. Dadurch, dass wir letzte Woche gegen Uerdingen unglücklich quasi ein ganzes Spiel mit einem Mann weniger spielen mussten und dann eine bittere Niederlage einnehmen mussten, ist natürlich der Sieg jetzt in Dresden umso wichtiger gewesen, sodass wir nicht in einen negativen Trend kommen. Und ich denke, man hat auch gesehen, dass wir auch gegen den Aufstiegsaspiranten mithalten können, so wie meiner Meinung nach bisher in den vorigen Spielen auch bei jeder anderen Mannschaft. Und von daher, ich denke, das wirkte schon etwas bei uns und so, dass jetzt Freitag endlich der zweite Sieg aufeinander folgen sollte. Ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. Ich denke, wir haben da eine gute Mischung im Kader aus erfahrenen Spielern, aus jungen Spielern, aber auch aus Spielern, die jetzt so im viel zitierten besten Fußballalter sind, die dann trotzdem auch schon was erlebt haben, die schon ein Stück weit Erfahrung haben, die dann aber, und das ist für uns ganz wichtig, hungrig sind. Und das betrifft einfach jeden Spieler, egal wie alt er ist, dass er hungrig sein muss auf Erfolg. Und ich glaube, das sieht man aktuell auch. Wir haben einen sehr hohen Konkurrenzkampf, auch einen höheren Konkurrenzkampf als in den letzten Jahren. Heißt natürlich auch, dass unsere Trainingsqualität besser ist und dass es Stand jetzt auch einfach schwer ist für einen Trainer, da immer den Kader zu benennen. Das ist für uns gut, dass solche Entscheidungen anstehen. Und wir hoffen natürlich, dass die Mannschaft lange fit bleibt, keine großen Verletzungen dazukommen und dass wir da immer aus dem Vollen schöpfen können. Ich meine, also aus Sicht von Türkgücü, wenn es läuft, also wenn du immer ein Tor mehr schießt, ist ja alles in Ordnung. Dann sammelst du auch deine Punkte fleißig. Aber daher wissen wir natürlich auch, wie anfällig sie in der Defensive sind. Und da geben sich für uns natürlich auch einige Chancen. Und wenn wir der Offensive standhalten können, dann sollte es ein positives Ende geben, ja. Aber wir arbeiten natürlich weiter und wollen uns auch immer weiter verbessern. Die nächsten Projekte, um die mal klar so umreißen, dass ein Kraftraum eingebaut wird im Stadion, dass wir dafür eine Fläche schaffen, um da auch das Training noch besser gestalten zu können. Wir arbeiten ansonsten in der Trainingsmethodik schon wirklich auf höchstem Level, was GPS-Daten, Laufdaten, Erholungswerte, Belastungswerte angeht. Glaube ich, sind wir da sehr akribisch. Ich glaube, zufrieden sollte man nie sein mit dem, wie es gerade ist, weil das würde dann heißen, dass man irgendwie stehen bleibt. Und wenn man auch sieht, was da jetzt für Mannschaften mit uns konkurrieren,
ist es einfach so, dass das Niveau in der Liga immer höher wird. Der Fußball wird im Allgemeinen immer besser, immer schneller, immer athletischer. Und genauso ist es natürlich auch in den Mannschaften, die ja jetzt auch in der dritten Liga spielen. Das sind Vereine, die eine extreme Tradition haben, die teilweise dann auch über sehr viel Geld verfügen. Und genau mit denen treten wir einen Wettkampf. Wir scheuen uns da auch nicht davor. Und ich glaube, dass wir mit den Bedingungen, die wir haben, uns auch nicht verstecken müssen. Ja, also ich glaube, auch Weihnachtspause ist sogar noch ein bisschen geschmeichelt. Also so eine wirkliche Pause sehe ich da aktuell gar nicht. Klar, für uns geht es jetzt nicht darum, uns irgendeine Punktemarke zu setzen, sondern uns geht es darum, uns weiterzuentwickeln, unser Spiel weiter zu festigen, uns als Team weiter zu festigen und genau das abzurufen, was wir jetzt die ersten Spiele gezeigt haben. Und vor allem, was ja so das große Credo vor der Saison war, konstant in unsere Leistung zu bringen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir haben morgen zum Beispiel gleich die Möglichkeit, da wieder den nächsten Schritt zu machen, heißt 2 Siege in Folge zu landen, was uns bis jetzt noch nicht gelungen ist. Und genau so wird die Marschroute sein, dann auch bis, ich würde es jetzt einfach mal sagen, bis Ende Dezember. Dran zu bleiben, keine Luft dran zu lassen, hungrig zu bleiben, gierig zu sein und da auch einfach konstant weiter punkten. Und wo wir dann am Ende sein werden, für was das reicht, was die Konkurrenz macht, liegt eh nicht bei uns. Aber wir gucken auf uns, wir fahren da aktuell gut damit und ich hoffe, dass es so weitergeht.